Herzlich willkommen zu unserer Partner-Yoga-Stunde. Ich bin die Martina und ich werde euch heute gemeinsam mit meiner Tochter, der Fabia, eine schöne, ja, etwa 30-minütige Sequenz vorzeigen mit Partnerübungen. Und wir beginnen direkt mit einem Sonnengruß, dass wir ein bisschen warm werden. Kommt dazu an den Anfang eurer Matte. Ihr könnt ein bisschen dichter zusammengehen vielleicht. Genau. Und dann mit der nächsten Einatmen. Gebt die Arme lang nach oben. Blick geht nach oben. Ausatmen. Neigt dich aus der Hüfte heraus. Nach vorne eine Vorwärtsbeuge. Und jetzt mit der nächsten Einatmung gibt das äußere Bein einen weiten Ausfallschritt zurück. Stell den hinteren Fuß um, dass die Fußauskante war parallelisch zum Mattenrand. Und dann zieh die Füße so zueinander hin und richte dich auf. Die Arme nach oben. Kannst hier deine Partnerin mit dem inneren Arm schön umarmen. Anderen Arm am Ohr vorbei, lang nach oben strecken. Vielleicht noch ein bisschen weiter das Bein beugen. Hüfte sinken lassen. Tief gleichmäßig durch die Nase in den Bauch atmen. Und dann löse die Arme, geh weiter zum Krieger 2. Die Arme zu den Seiten, die Handflächen aneinander. Vielleicht mal ein bisschen korrigieren, ein bisschen mehr zusammenrutschen. Arme ganz lang. Schultern weg von den Ohren. Dann könnt ihr für mehr Stabilität auch die Hände so ineinander verschränken. Und wir gehen weiter in ein Dreieck. Streckt dafür jetzt auch mal das vordere Bein. Ihr könnt den Schritt auch ein bisschen kleiner machen. Und mit der nächsten Ausatmung kommt nach vorne. Und der Blick geht nach oben zum oberen Arm. Der senkt recht lang nach oben zur Decke. Atme wieder weiter tief. Spür die Dehnung. Und dann mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben. Löse die Arme, komm wieder zurück zur Mitte. Immer beide Arme nach oben und ausatmen, komm wieder tief. Linkes Bein nach hinten zum rechten ins Brett und ausatmen, geh weiter zur Raupe, Knie, Brust, Stirn zum Boden. Einatmen, schieb dich nach oben in eine Cobra. Ausatmen, stell die Zehen auf, herabschauen. Einatmen, gib den äußeren Fuß wieder nach vorn, zwischen die Hände. Ausatmen, den inneren Fuß mit dazu, vorwärts beugen. Komm, einatmen, wieder nach oben. Und ausatmen, löse. Und dann wechsle die Seiten, dass jeder beide Seiten geübt hat. So schön dich zusammen. Einatmen, Arme lang nach oben, Blick nach oben. Ausatmen, vorwärts beugen. Einatmen, mit dem äußeren Fuß weit zurück. Den Fuß umstellen, Füße wieder so zueinander hinziehen, wenn du jetzt nach oben kommst. Arme nach oben. Ihr umarmt euch wieder liebevoll. Und ihr könnt auch hier mal in eine leichte Rückbeuge gehen. Beckenbodengesäß anspannen, aus dem oberen Rücken heraus nach hinten. Und ausatmen, wieder lösen. Krieger 2, löst die Arme, streckt sie zu den Seiten aus. Könnt auch gerne noch mal so ein bisschen korrigieren, schön dicht zusammenkommen. Handflächen aneinander geben. Arme ganz lang. Streckt wieder die Hände ineinander, streckt jetzt auch wieder das vordere Bein. In der nächsten Ausatmung komm wieder tief. Blick geht wieder nach oben zur oberen Hand. Und dann löse wieder. Komm nach oben, dreh dich zurück zur Mitte. Mal Arme nach oben nehmen. Ausatmen, komm tief. Einatmen, rechtes Bein wie zum linken ins Brett und ausatmen, Knie, Brust, Stirn so. Einatmen, schieb dich in deine Cobra. Ausatmen, herab, Schambuhl. Einatmen, gib den äußeren Fuß wieder nach vorn. Ausatmen, den inneren dazu. Einatmen, komm nach oben. Und ausatmen, löse. Und dann lass mal die Arme locker hängen. Nach. Und dann gehen wir weiter zum Sitzen. Und zwar Rücken an Rücken. Ich gehe kurz eine Matte zur Seite. Wir teilen uns jetzt eine Matte.
ganz schön gegeneinander tun. Ganz dicht aneinander. Am besten ein kreuzbeiniger Sitz, zum Beispiel Schneidersitz. Leg die Hände ganz locker, bequem auf deinen Knien ab. Dann schließ mal deine Augen. Spür mal deinen Atem. Und spür mal den Atem deines Partners oder deiner Partnerin. Könnt ihr euren Atem so gegenseitig, so aufeinander einschwingen, gemeinsam ein- und ausatmen. Und dann mit der nächsten Ausatmung, immer ganz locker den Kopf zur rechten Seite, in zur Schulter deines Partners, deiner Partnerin, einatmen, zur Mitte, ausatmen, nach Mitte, ausatmen. Ein, Mitte, aus, links. Ein, Mitte, aus, rechts. Und dann einatmen. Komm wieder zurück zur Mitte. Und dann könnt ihr mal so ein bisschen jetzt euch gegenseitig an den Händen fassen, vielleicht sogar ihr an den Armen. Und euch gegenseitig so ein bisschen nach vorn, beziehungsweise zurück. Einer hat eine schöne Vorbeuge, der andere eine schöne Rückbeuge. Seid ihr ganz achtsam. Nicht jeder ist gleich beweglich. Stimmt euch mal schön aufeinander ab, redet miteinander. Geht es gut? Wie fühlt es sich an? Und dann kommt wieder zur Mitte. Wir gehen weiter in einen Drehsitz. Zur rechten Seite. Du legst die linke Hand auf dein rechtes Knie, die rechte Hand auf das Knie deiner Partnerin, deines Partners und dann schaue die rechte Schulter zurück nach hinten. Schließ gerne wieder die Augen. Spür den Halt durch deinen Partner, deine Partnerin. Spür deinen, seinen oder ihren Atem. Nächsten Einatmung, dreh dich zurück zur Mitte, ausatmen zur anderen Seite, bring die rechte Hand an das linke Knie, linke Hand aufs Knie vom Partner oder Partnerin und schaue die linke Schulter zurück nach hinten und genieße hier nochmal für etwa 3 Atemzüge. Mit der nächsten Einatmung dreh dich wieder zurück zur Mitte. Jetzt wird es spannend, wir stehen jetzt auf. Gleichzeitig können wir hier so schön einhaken, die Füße aufstellen. Und dann auf 3 versuchen wir mal aufzustehen. 1, 2 und 3. Yay! Gar nicht so einfach, ne? Ihr könnt auch das Video stoppen, ein paar Mal probieren. Okay, wir gehen weiter und zwar zu einem Hund und den stapeln wir. Da ich ein bisschen schwerer bin, gehe ich heute mal eher nach unten. Und zwar gehe ich jetzt über den Vierfüßer, Knie unter der Hüfte, Hände unter den Schultern, stelle mir die Zehen auf und schiebe dann die Hüfte nach oben in einen herabschauenden Hund. Und Fabia kommt jetzt mit ihren Füßen genauso von außen an meine Hände, dann die Hände vor meine Hände. Stell dann ihre Füße auf meine Beckenkämme. Sehr gut. Also nicht so auf den unteren Rücken. Ihr könnt euch ja gerne wieder so ein bisschen absprechen. Geht es so? Fühlt sich das gut an? Also für mich fühlt sich super an. Die Frage schiebt mich noch ein bisschen tiefer jetzt in meinen Hund. Meine Fersen kommen noch ein bisschen weiter Richtung Matte. Lass noch ein bisschen mehr meine Brust sinken. Ihr könnt euch mal ein Lächeln schenken. Geht's dir gut? Ja. Super. Einen Atem zu kalten und dann löst die Fabia ganz langsam wieder auf. Ein Fuß nach dem anderen. Komm wieder zurück. Gebe die Knie zum Boden. Ich gehe direkt weiter in die Stellung des Kindes. Ich lege mich nach vorn, gebe die Stirn zum Boden, die Arme nach hinten. Und Fabia, du darfst dich jetzt auf mich drauflegen, eine Rückbeuge. Das heißt sozusagen Kreuzbein an Kreuzbein.
Kopfballen etwa. Und dann legt sich die Frau jetzt einmal über mich, gibt die Arme nach hinten, streckt die Beine aus. Für mich ist es jetzt tatsächlich so ein bisschen eng hier unten, trotzdem atme ich weiter. Gleichzeitig ist es eine wunderschöne Unterstützung, dass ich noch ein bisschen tiefer bin. Und Fabian hat eine schöne Öffnung jetzt im Brustkorb, im Schultergürtel. Und auch hier, egal ob du oben oder unten bist, nimm dir nochmal 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Genieße. Und dann ganz langsam löst diejenige, die oben ist, wieder auf. Und auch ich roll dich jetzt langsam wieder nach oben auf in den Fersensitz. Ja, wir machen direkt weiter im Brett. Ich gehe wieder nach unten, Fabia geht wieder nach oben. Und zwar schaue ich, dass ich mich wirklich schön fest und gerade mache. Ja? Blanke Liegestütz, Hände unter den Schultern. Schieb die Fersen zurück, zieh den Bauchnabel nach innen, mach mich ganz fest, ganz starke Mitte. Und Fabia, jetzt darfst du eine Hand nach der anderen hinten aufsetzen, dann einen Fuß nach dem anderen, dann hier oben an die Schultern stellen. Und auch du machst dich ganz fest, gerade. Atme, halte. Geht's dir gut? Ja, sehr schön. Letzter Atemzug und dann löst die Fabia langsam wieder auf. Fuß nach Fuß, Hand nach Hand. Und aber ich komme zurück in den Fersensitz. Und dann gehen wir weiter in eine Grätsche. Dann darfst du dir mal direkt hier rüber setzen. Zuerst geben wir die Füße aneinander, setzen uns ganz dicht zusammen. Und versuchen ist so ähnlich wie das Aufstehen vorher, jetzt beide gleichzeitig die Beine lang nach oben auszustrecken. Okay, und hier halten wir. Geben die Fußsohlen schön aneinander. Halten uns, kannst du so die Schultern mal so ein bisschen zurückzugeben. Schulterblätter leicht zusammenziehen. Ein bisschen rutschig werden in den Händen irgendwann. Und dann löse ganz langsam wieder, beug die Beine, wir gehen hier direkt weiter in die Grätsche. So, ich habe euch ziemlich beweglich. Ihr guckt, wie weit es für euch geht. Okay, sehr schön. Dann fassen wir uns in den Oberarm. Genau. Und jetzt ziehe ich die Fabia so ein bisschen zu mir. Und die Fabia zieht mich so ein bisschen zurück. Dann nach vorn, Fabia lehnt sich zurück. Ich komme nach vorn. Und seid hier auch wieder ganz achtsam. Jeder Körper ist anders. Die Farbe ist wirklich sehr beweglich, da kann ich nicht ganz mithalten. Deswegen ist sie bei mir ein bisschen vorsichtig. Fassen wir mal diagonal. Rechte Hand, den linken Arm nach oben, atme ein, ausatmen, neig dich zur rechten Seite. Schau mal, ob du den Fuß oder den deinen Gegenüber fassen kannst. Versuch dir die Flanke so ein bisschen aufzudehnen, dich so leicht zurückzulehnen. Atme in die Flanke. Wechsle die Seite, reicht euch die linke Hand, gib den rechten Arm nach oben, atmet ein, ausatmen, neigt dich zur anderen Seite. Und wieder schön die Seite öffnen, in die rechte Flanke jetzt atmen. Letzter tiefer Atemzug.
ist. Peter, kommt einatmen, wieder nach oben. Könnt in die Kniekehlen fassen, die Beine so vorsichtig wieder zusammenbringen. Und wir gehen weiter in einen Tisch. Geh wieder nach unten. Der geht nach oben. Die Hände können so aufgestellt sein, dass die Finger zum Körper hin zeigen oder vom Körper weg, was sich für dich besser anfühlt. Füße aufgestellt, dann die Puppe in die Fußsohlen, komm ja schön weit nach oben. Die Fabia macht jetzt ihren Tisch auf meinen. Langsam, Schritt für Schritt. Ich halte und atme und lächle. Und wenn es genug ist für Fabia, dann löst sie langsam wieder auf. Auch wenn es für mich genug ist. Ihr sprecht euch immer ab. Kannst du gerne mal noch andersrum den Tisch machen? So, dass wir quasi exakt übereinander stehen. Genau, Hände auf den Schultern abstützen. Spitzfuß auf den Oberschenkel abstellen. Dein Zopf im Gesicht. Und dann löse langsam wieder. Und wir gehen weiter zum Fliegen. Lege dich auf den Rücken und lass einmal die Fabia fliegen. So, seid ihr wieder achtsam und sprecht euch ab. Wo ist die richtige Stelle für die Füße? Fühlt sich das gut an? Fasst ihr eure Hände? Und dann versuche ich die Beine zu strecken. Sehr schön. Alles gut? Ja. Ganz mutig, wenn es super klappt bei euch, kann auch der, der oben ist, vielleicht mal eine Hand lösen. Oh. Und wir lösen wieder auf. Ihr könnt es natürlich auch andersrum probieren, dass der andere nach oben geht. Gerne zwischendurch das Video mal stoppen, ein bisschen rumprobieren. Und wir kommen zu einer letzten Haltung vor der Endentspannung, zu Baum. Wir stellen euch dicht nebeneinander, eine Gleichgewichtsübung, liebevoll umarmen. Und jetzt den äußeren Fuß an die Innenseite des Oberschenkels bringen. Es kann auch der Unterschenkel sein, es kann auch unten am Knöchel sein, je nachdem, was für dich passt. Das Knie strebt schön nach außen. Und dann gib die äußere Hand der Mitte aneinander. Namaste. Spanne Gesicht. Schultern. Spür mal in deine Fußsohle. Wenn es sehr gut klappt, könnt ihr gerne im Moment mal die Augen schließen. Dann wird es meistens direkt ein bisschen wackeliger. Die Augen wieder offen. Und dann löse mal und komm zur anderen Seite. Schritt aufbauen. Fuß auf die Höhe, die für dich, für euch passt. Wieder Hände aneinander geben. Namaste. Die Augen schließen. Vielleicht sich gegenseitig aus dem Gleichgewicht bringen. Vielleicht auch sich gegenseitig Halt geben. Letzten zwei Atemzüge. Dann darfst du dich auf den Bauch legen für eine schöne Endentspannung. Kannst du deinen Partner, deine Partnerin noch ein bisschen massieren. Ich habe jetzt hier einen Tennisball, es geht auch ein anderer Ball, je nachdem, was ihr so da habt. Und dann einfach ganz locker hier. Rollig. Den Rücken nicht direkt auf der Wirbelsäule, sondern daneben. Ihr könnt aber auch gerne die Arme ausrollen, das Gesäß, Beine, ganzen Körper. Und auch gerne hier nochmal fragen, ist fester schön oder weniger fest? Ist es gut so? Mhm. Genau, und wir machen das jetzt noch ein ganzes Weilchen und da wechseln wir uns nachher auch mal ab.
mal.